Das sind 500 Skelette. Und das sind 500 Zombies. Wer wird den Kampf gewinnen? Wir finden es raus. 3, 2, 1 und los geht der Kampf. Die Skelette sind schon hier alle am Schießen. Manche schießen sich gegenseitig ab. Und die Zombies sind da auch schon direkt am Reinmarschieren. Die Zombies geben hier richtig, richtig schön Gas. Und Freunde, aktuell sieht es so aus, als wenn die Skelette verlieren würden. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich dachte, die Zombies würden hier gewinnen, aber die Zombies gewinnen ja haushoch. Die haben hier gleich schon alle Skelette eliminiert. Und ich würde sagen, der Kampf ist jeden Moment vorbei und der Sieger steht fest. Die Zombies haben gewonnen. Doch wie sieht's aus, wenn Mutanten-Skelette gegen Zombies kämpfen? 500 Skelette gegen 10 Mutanten-Skelette. Wir sehen hier die Mutanten-Skelette. Oh mein Gott, die gehen ja richtig krank ab. Die haben die Zombies hier gleich schon alle dezimiert. Das war's, Leute. Die Mutantenskelette, 10 Mutantenskelette haben es geschafft, 500 Zombies zu besiegen innerhalb von, ich weiß es nicht, 7 Sekunden oder so. Der Gewinner steht fest. 10 Mutantenskelette haben gewonnen. Ich glaube, nicht einer von denen ist gestorben. Und wie sieht's aus, wenn 500 Creeper gegen 20 Mutanten Eisgolem kämpfen? Wir finden's heraus. Lass den Kampf beginnen. Und der Kampf beginnt. Die Eisgolem sind schon am Werfen. Was geht denn hier ab? Die Creeper haben sich hier gemeinsam explodiert und haben eine Riesenexplosion gemacht. Aber die Eisgolem überleben das Ganze. Die sind immer noch hier ihre Eisblöcke am Werfen. Die hinteren Creeper, die wollen die Arena verlassen. Sie möchten flüchten, weil sie eingesehen haben, dass der Kampf aussichtslos ist. Der Kampf ist aussichtslos. Die Mutanten Eisgolem sind einfach komplett am Rasieren. Sie machen hier einfach die Creeper auseinander. Die werfen hier mit ihren Eisblöcken und zerstören hier die Creeper. Das müssen wir uns nicht weiter anschauen. Der Sieger steht ganz klar fest. Die 20 Eisgolem haben haushoch gewonnen. Leute, der nächste Kampf, 100 Schneemänner gegen 100 Blazes. Wer wird gewinnen? Wir finden es heraus. Lasst den Kampf beginnen. Die Schneemänner sind hier schon mit den Schneebällen am Werfen und die... Was? Der Kampf ist vorbei. Die Lohen haben einfach die ganzen Schneemänner gekillt mit einer Attacke. Es ist vorbei. Die Blazes haben haushoch gewonnen. Leute, der nächste Kampf, 300 Zombies gegen 3 Mutanten-Creeper. Wir schauen, wer gewinnen wird. Lasst den Kampf beginnen. Und... Was machen dann die Creeper? Die werfen sich in die Luft und explodieren sich einfach in den Zombies. Aber die überleben die Explosion. Okay, die Zombies haben sich aufgeteilt. Diese ganzen Zombies hier versuchen, diesen Mutanten-Creeper hier auszunehmen. Und was geht hier ab? Oh mein Gott, die Mutanten-Creeper haben das, glaube ich, hier haushoch gewonnen. Die Zombies hatten nicht einmal eine Chance. Gehen wir rüber zum nächsten Kampf. Leute, 100 Lamas gegen 100 Zombies. Wer ist der Sieger? Finden wir es hier direkt heraus. Die Lamas sind hier schon am Spucken, wie verrückt. Und die Zombies, die kommen gar nicht richtig an die Lamas ran. Weil die Spucke die so zurückschickt. Und, oh mein Gott, das sieht so aus, als wenn... Gewinnen gerade die Lamas? Sehe ich das richtig? Wieso sollten denn die Lamas gewinnen? Das ist echt... Hä? Die Lamas gewinnen, oder? Also, das ist echt ein spannender Fight. Ich glaube, es ist gerade ausgeglichen. Wobei, ich sehe schon mehr Lamas als Zombies. Oder ich täusche mich auch. Mal schauen. Okay, ey, Leute, ich glaube, die Lamas haben echt gewonnen. Die Lamas haben echt gewonnen. Hättet ihr das gedacht? Ihr killt einfach random in eurer Welt immer die Lamas, wenn der Wandering Trader kommt. Aber in Wahrheit sind die Lamas stärker als Zombies. Und damit haben die Lamas haushoch gewonnen. 100 Lamas haben haushoch gegen 100 Zombies gewonnen. Leute, let's go zum nächsten Kampf. Leute, 50 Mutantenskelette gegen 10 Mutanten-Creeper. Wer wird gewinnen? Finden wir es hier direkt heraus. Die Mutanten-Creeper sind ja schon am Springen. Die Mutantenskelette schießen schon ihre richtig kranken Pfeile. Und das ist richtig, richtig ein spannender Kampf. Ich kann echt noch nicht sagen, wer gewinnen wird. Ich weiß nicht mal, wer stärker ist. Deswegen habe ich einfach mal nach Bauchgefühl die Verteilung so gemacht. Und was geht da ab? Was geht da ab? Es ist ein Unentschieden. Die Mutanten-Skelette wurden einfach in die Mutanten-Creeper eingesaugt. Und die Mutanten-Creeper haben sich alle selbst geopfert, um alle Mutanten-Skelette auf einmal zu killen. Leute, das war ja ein richtig, richtig kranker Kampf. Aber auf geht's zum nächsten. Leute, 500 Zombies gegen nur 5 Mutanten-Endermen. Wer wird gewinnen? Let's go. Oh nein, die Endermen teleportieren sich schon. Und was geht da ab? Ich habe noch nie so krasse Attacken gesehen. Ich glaube, die Zombies werden das Haus hoch verlieren. Alter, ist das krank. Diese Mutanten-Endermen gehen ja richtig, richtig, richtig ab. Leute, guckt euch das an. Mit einer Attacke killen die einfach mal auf einem Schlag 40 Zombies oder so. Die werfen die auch noch mit Gravel. Die werfen auch noch mit Sand. Die werfen mit allen Blöcken, die die hier finden. Und die ganzen Zombies sind hiermit gestorben und 4 Mutanten-Endermen haben das überlebt. Der klare Gewinner, die Mutanten-Endermen.
Doch Leute, wie sieht es aus, wenn 50 Mutanten-Zombies gegen nur 5 Mutanten-Element kämpfen? Wir finden es wie immer direkt heraus. Lasst den Kampf beginnen. Gerade eben haben die Zombies Haus hoch verloren. Mal schauen, ob die Mutanten-Zombies jetzt sich endlich revanchieren können und die Mutanten-Element besiegen können. Und die Mutanten-Element, die werden hier die ganze Zeit hochgekegelt. Die Mutanten-Zombies werfen die einfach richtig, richtig hoch. Mal schauen, wer hier gewinnen wird. Die Mutanten-Zombies rufen ja auch noch einfach ein paar normale Zombies zur Hilfe hinzu. Und ich kann gerade echt nicht sagen, wer gewinnt. Ich höre die ganze Zeit die Schreie von den Mutanten-Zombies. Und ich glaube, es leben nur noch 2 Mutanten-Endermen. Ich glaube, die Mutanten-Endermen sind am Verlieren, Leute. Mal schauen, wer das hier gewinnt. Aber ich glaube, die Mutanten-Zombies haben das Haus hoch gewonnen. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben mit 50 gegen 5. Wir müssen den Fight auf jeden Fall wiederholen und den fairer machen. Aber mal schauen, wer hier gewinnen wird. Aktuell scheint es so auszusehen, dass die Endermen verlieren. Aber es kann auch nur so aussehen, weil sie ihre Spezialattacken hier einsetzen. Denn die verwenden hier irgendwelche komischen Spezialattacken, wo sie sich zu verschiedenen Endermen verwandeln. Und, warte, was passiert hier? Was passiert hier? Die nutzen irgendwie ihre Ulti oder so. Die ganzen Mutanten-Zombies bekommen richtig viel Schaden gerade. Oha, was ist das bitte für ein kranker Fight, Leute? Also für diesen Fight habe ich doch wirklich ein Abo verdient und ein Like, Leute. Lasst es jetzt unbedingt da. Aber wir schauen hier natürlich weiter, wer das hier gewinnen wird. Und es, Leute, wir müssen hier gar nicht mehr so reden, als wenn das hier noch spannend wäre. Die Mutanten-Zombies sind das Haus hoch am Gewinnen. Es leben, glaube ich, nur noch 2 Mutanten-Endermen, wenn ich das hier richtig sehe. Und mal schauen, wie das hier enden wird. Boah, guckt euch das an, wie die Mutanten-Zombies hier einfach hochspringen. Die machen hier richtige Wrestling-Moves. Der eine ist hier sogar schon außerhalb der Arena und der Mutanten-Enderman ist auch außerhalb der Arena. Leute, was geht hier einfach ab? Was passiert hier bitte? Aber ich würde sagen, die Mutanten-Zombies haben das Haus hoch gewonnen. Auf geht's zum nächsten Kampf. Und zwar, Leute, schaffen es 500 Zombies, nur 2 Mutanten-Zombies zu besiegen? Wir finden es direkt heraus. Lass uns den Kampf auch hier beginnen. Das Glas ist weg, die Zombies greifen an und die Mutanten-Zombies erwecken hier auch eigene Zombies, wie es aussieht. Ja, die erwecken hier eigene Zombies. Wird das jetzt heißen, dass Zombies gegen Zombies kämpfen müssen? Oh mein Gott, die Mutanten-Zombies sind hier richtig, richtig in der Mangel genommen worden. Die Zombies hier gehen in Scharen auf die Mutanten drauf. Aber noch kann ich wirklich nicht sagen, wer gewinnen wird, denn die Mutanten-Zombies überleben es hier immer noch und die springen hier richtig, richtig hoch. Und wir werden jetzt schauen, wer das hier gewinnen wird. Rein von der Anzahl müssen die normalen Zombies ja einfach hier die Mutanten-Zombies einfach überrennen können. Aber die Mutanten-Zombies sind hier richtig, richtig am Kämpfen. Die sind hier am Durchhalten und die wollen das hier unbedingt gewinnen. Die Zombies haben sich jetzt in 2 Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe greift den einen Mutanten-Zombie an, die andere den anderen Mutanten-Zombie an. Das ist eine richtig, richtig interessante Taktik. Mal schauen, ob die Taktik sich bewähren wird und ob die es hier schaffen, den Kampf hier zu gewinnen. Ich würde sagen, Leute, ich glaube, die Mutanten-Zombies werden das hier gewinnen. Was glaubt ihr, wer gewinnen wird? Schreibt es unbedingt jetzt in die Kommentare. Wir können dann hier gucken, wer recht hatte. Ich glaube immer noch, die Mutanten-Zombies werden das hier gewinnen, obwohl die hier eindeutig in der Unterzahl sind. Und die sind jetzt hier richtig in die Ecke genommen worden. Und der Kampf hier ist ein bisschen am Pausieren. Irgendwie greift hier gar keinen hier an, weil es sind einfach viel zu viele auf einem Fleck. Die Zombies hier haben gar keinen Bock. Die sind da am Chillen da hinten. Und wir schauen hier, was passiert. Also bis jetzt die Mutanten-Zombies, wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben die nicht einmal Damage bekommen, oder? Und die Zombies, die sind hier einer nach dem anderen, der stirbt einer nach dem anderen. Freunde, ich würde sagen, wir spulen mal ein bisschen vor und schauen, wer das Ganze hier gewinnen wird. Leute, der Fight ist einfach immer noch am Gehen. Der läuft immer noch. Es sind schon richtig viele Minuten vergangen. Und die kämpfen einfach immer noch. Ich habe so echt das Gefühl, dass die Mutanten das echt gewinnen werden. Leute, mir fällt ja jetzt erst gerade auf, die Mutanten haben ja selber Zombies beschworen. Das heißt, ich glaube nicht, dass hier noch so viele Zombies zu den ursprünglichen Zombies gehören. Aber wir werden auf jeden Fall schauen, wenn hier niemand mehr kämpft, hat dann derjenige gewonnen, der überlebt. Leute, ich würde sagen, der Kampf ging jetzt schon so lange. Die Mutanten und die Zombies leben beide noch. Ich würde sagen, das ist ein Unentschieden. Let's go zum nächsten Kampf. Leute, 10 Mutanten-Creeper gegen 20 Mutanten-Skelette. Wer wird gewinnen? Lasst es uns direkt herausfinden. Lasst den Kampf beginnen. Die Mutanten-Creeper sind schon wieder am Springen. Wir kennen schon diesen Move. Und die Skelette sind ja auch schon richtig, richtig cool am Schießen. Ich glaube, die Mutanten-Creeper werden auch dieses Mal gewinnen. Ich finde die richtig, richtig krank OP. Aber wir schauen uns das Ganze hier natürlich an. Hier sind auch schon die Mini-Creeper, die Mutanten-Creeper beschwören. Wow, was geht da ab? Wow, was geht hier ab? Was geht da ab? Die Mutanten-Creeper haben gewonnen. Wow, was sind das für Explosionen? Ich verstehe es gar nicht. Die haben mir irgendwelche Blitze beschworen. Die haben mir die ganzen Mutanten-Skelette
aufgesaugt und sich wieder geopfert. Also die Mutanten-Creeper haben mit zwei einzigen Creepern jetzt noch gewonnen. Der Kampf war ja richtig, richtig schnell vorbei, aber auch richtig, richtig krank. Leute, die Mutanten-Creeper haben mir einfach meine ganze Arena abgebrannt. Was ist das denn? Da muss ich auf jeden Fall das nächste Mal eine neue Arena nehmen. Die Mutanten-Creeper haben fast meine halbe Arena hier abgebrannt. Okay, aber wir gehen jetzt zum allerletzten Fight und der wird ein Klassiker. Leute, 1000 Skelette gegen 1000 Zombies. Wer wird gewinnen? Wir schauen uns an. Das wird ein bisschen laggen, aber das wird ultra, ultra kranker Kampf. 1000 Zombies, 1000 Skelette. Wir sind hier schon am Kämpfen und wir sehen es. Wir sehen gar nichts, Leute. Wir sehen gar nichts. Wir wissen nicht, weil wir hier gerade am Führen ist. Laut meinem Auge würde ich sagen, gerade sind die Zombies am Führen. Es ist ein bisschen am laggen, weil das natürlich ultra, ultra viele Mobs sind auf einem Haufen. Aber wir können es hier natürlich uns anschauen. Und ich würde sagen, was geht denn hier ab? Die Skelette sind doch schon fast komplett down. Hä? Die Zombies haben einfach schon fast gewonnen. Die ganzen Zombies haben schon einfach gewonnen. Was geht hier ab? Leute, der Sieger von 1000 Zombies gegen 1000 Skelette ist einfach 1000 Zombies. Fast keine Zombies sind gestorben. Leute, beim nächsten Mal werden wir Zombies gegen Custom-Bosse antreten lassen. Also, um das nicht zu verpassen, lasst unbedingt ein Abo da, lasst unbedingt ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.